Liebe Freunde der kleinen Eisenbahn, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Emma73. Das Video heißt Update April 2020. Was habe ich also die letzten 8 bis 9 Wochen so gemacht? 4 Wochen davon war ich in Australien im Urlaub. Dort habe ich meinen großen Sohn besucht. Er hatte dort Work and Travel gemacht und wir hatten ihm versprochen, am Abschluss seiner Reise ihn zu besuchen. So hat er uns dann seine Lieblingsplätze uns nochmal vorgestellt, die wir dann zusammen zwischen Sydney und Brisbane bereist haben. Wir hatten eine wirklich tolle Flora und Fauna vorgefunden, super Traumstände, nette Australier. Es war wirklich ein super Urlaub. Die Rückreise war etwas komplizierter, wie ihr wisst. Ich war im März dort, aber wir sind gesund und munter angekommen und nur das zählt. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich da mal ein Video zusammenstellen soll mit den Bildern, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mir dann die Mühe machen. Was gibt es Neues auf meiner Eisenbahn hier oben? Es gibt zwei Neuzugänge. Einmal gibt es die BR193 von Flixtrain. Das hatte ich ja schon im letzten Video gezeigt, dass ich da 3 Waggons von Pico gehabt hatte. Jetzt habe ich die Zuglok von Rocco dazu gekriegt, sodass ich irgendwann mal einen kompletten Zug mit zusammenstellen kann. Und als zweiter Zugang habe ich Güterwaggons bekommen, die neue Autos transportieren. Dort habe ich noch keine Zuglok. Da schwebt mir am liebsten ein Smartron vor oder aber als Alternative den Stier von der ÖBB. Der hat nämlich früher gezogen. Aber da muss ich schauen, was zuerst auf den Markt kommt und was mich dann davon überzeugt. Gebastelt habe ich eine Schaltsäule für ein CS9-Signal. Die habe ich für alle 3 Bahnsteige gebastelt. Und ich habe mit einem Freund zusammen einen Absperrzaun gebaut für meine Bahnsteige. Er hat die Sachen zusammengelötet. Vielen herzlichen Dank an dich, Michael. Und ich habe dann den leichteren Part gehabt. Ich habe dann die Sachen noch angemalt, Schilder draufgeklebt und dann in die Anlage eingebaut. Also von daher ist es doch wirklich das Einfache. Was habe ich noch gebastelt? Ich habe mich um Gleis 3 und 4 gekümmert. Da habe ich die Zwischenräume des C-Gleises angeglichen und Premiere, ich habe eine Oberleitung gesetzt. Die Oberleitung setzen war relativ einfach. Das hat ungefähr einen Tag gedauert, das ging doch recht zügig. Ich habe mit mehr Zeit gerechnet, aber das machte sich doch recht einfach. Und mehr Zeit hat dann wirklich mehr das Ausgleichen des C-Gleises gedauert. Aber das Ergebnis, denke ich, überzeugt und mir gefällt es sehr. Ihr seht dann auch schon, ich habe Signale gesetzt. Ich hatte es im letzten Video angedeutet. Die sind noch nicht beleuchtet, die sind noch nicht angesteuert. Ich habe da noch mit einem Decoderhersteller mich versucht. Das hat bisher noch nicht so gut geklappt. Ich muss mal schauen, ob ich da ich habe da bestimmt irgendwo einen Fehler gemacht. Ich muss mich da noch ein bisschen dahinter klemmen, so dass ich dann vielleicht in dem nächsten oder übernächsten Video da Erfolge euch vermelden kann. Ja, und das war mein Update 2020 im April. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, euch das alles zu zeigen. Am Anschluss gibt es jetzt wie immer noch ein Fahrvideo. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mich noch nicht kennt, dann würde ich mich über ein Abonnement freuen. Und ja, was soll ich sagen? Bleibt gesund, bleibt mir treu. Euer Emma73. Dankeschön.